So, und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Rise of Kingdoms. Ja, heute ist Dienstag. Seit gestern läuft das Statthalter-Event, wo wir unbedingt mitmachen wollen. Wir haben halt Bock auf die neue Bogenschützenkommandanten. Ja, bis jetzt sieht's ganz gut aus. Aber heute ist ja erst Dienstag. Die Leute, die das Spiel von euch kennen, die wissen, die dicken Punkte werden erst Freitag gemacht. Und am Samstag zieht man nochmal nach. Ja, aber darum geht's nicht. Uns geht's tatsächlich um das Glücksrad. Wir wollen Galgamesh haben, den neuen Bogenschützenkommandanten. Und wir werden heute richtig dick am Rad drehen. Ja, ihr seht, wir haben 33.000 Edelsteine auf dem Konto. Wie oft können wir drehen heute? Wir haben 60 Chancen. Okay, wenn wir 10 mal drehen, dann sind wir bei 36.000 Edelsteine, 10 mal 5 sind wir 50, also noch 2 mal mehr drehen, das heißt wir drehen 12 mal insgesamt. Ja, und brauchen dafür über 40.000 Edelsteine, knapp. Wir schauen jetzt einfach mal nach, was wir noch so im Rucksack haben und wir werden, ihr seht, dort sind schon eine an Edelsteinen, wir werden alle Edelsteine aufmachen. Das wird jetzt sozusagen eine Videoreihenfolge werden. 3 Tage und wir versuchen so oft wie möglich in den 3 Tagen zu drehen, wie wir halt können. Ja? Und versuchen natürlich das Maximum an Köpfe irgendwie zu bekommen, was geht. Ja? So, jetzt sind wir schon bei über 72.000. Jetzt kommt der richtig dicke Fisch. Ja, mal sehen. Zucker, sage ich nur. Zucker! Ja, das passiert, wenn man sparsam mit seinen Edelsteinen ist. Ja? So, jetzt haben wir natürlich gar nichts mehr. Die VIP-Punkte, uninteressant. 129.926 Edelsteine haben wir. Kurz über 40.000, 42.000, waren aber 7 und 6 macht 3, 10. Also 43.000, 44.000 Edelsteine, knapp. 3 mal 4 sind 12. Okay, das heißt, wir bräuchten 132.000 Edelsteine. Ganz knapp, ganz knapp. Aber ist okay. Ja, hoffentlich ist die Glücksfee uns nicht nochmal erinnern. Danke. Ja, hoffentlich ist Fortuna auf unserer Seite. Okay. Da haben wir schon mal den ersten Kopf. Naja, das kennt jeder von euch, glaube ich, die schon mal am Glücksrad gedreht haben. Wie oft bleibt er kurz hinter dem Achter oder kurz vor dem Achter stehen? Ja. Naja, gut, okay. Kurz vor allem, so, jetzt hätten wir schon mal die 5 Grundköpfe, die wir für 10 Drehs bekommen, aber die sozusagen, das ist ja keine Kompott. Wieder nach dem Achter. Immerhin Universalkopf. Immerhin. Ja, brauchen wir ja auch. Ach, die Sterne, die sind so schön wichtig, Papa. Will nicht. Es will heute nicht. Sie gönnen mir ihn nicht, wie ihr seht, ja? So, 45 Versuche haben wir noch und wenigstens einer. Ein zweiter. Das wird jetzt hier wieder ein schöner dritter. Und wieder nach dem Achter. Und das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wir kriegen hier schöne Beschleuniger. Ja? Damit können wir dann am Samstag nochmal richtig schön Truppen nachlegen. Steine auch mega wichtig als Bogenschützenspieler. Oh, wieder ein Kopf. Noch ein Kopf. Und oh, das ist das dritte oder das vierte Mal jetzt inzwischen, dass der nach dem Achter hängen bleibt. Also wenn jetzt so und das gibt es einfach nicht.
Ihr bekloppt hier, oder? Wie seht ihr das? Wieder nach dem Achter. So, 30 Drehungen noch. Und? Jetzt hört doch auf hier! Das zweite Mal danach. Ich werd hier davor. Alter, Leute. Ey, das ist der. Es ist so deprimierend. Wie. Okay, cool. Ja, drauf geschissen, so denkt sich so, ja, geh eine sexuelle Beziehung mit dir selber ein, du machst YouTube-Videos, du brauchst das Glück nicht und hast nur Pech. Danke. Ja, wenigstens einen Kopf. Eieieiei. Ey. Lass mir doch alle in Ruhe. Das wird. Gönn die mir doch einmal! Scheiße hier. Zweimal hintereinander wieder nach dem Achter. Also, ich glaube, so viel Pech kann man gar nicht haben, ja? Fortuna, die Göttin des Glücks, ja? Also, ist ja. Nicht wirklich. Also, ich glaube, ich muss im frühen Leben kleine Hundebabys gequält haben, dass ich das irgendwie verdient habe. Ja? Also, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. 10 Drehungen noch. Jedes Mal dasselbe. Wieder nach dem Achter. Es ist so fucking deprimierend. Okay, cool. 2 Millionen Holz, ein bisschen Forschungsbesteuerung, ein bisschen Ausbildung, ein Kopf. So, gratis drehen. Okay, haben wir einen Kopf. Sehr gut. Schauen wir mal. Wie viele Köpfe haben wir gekriegt? Wir haben einfach scheiß fucking 10 Köpfe. Nur. 61 Umdrehungen. Wir haben 10 Köpfe. Das Spiel will uns sowas von fucking rollen. Es ist so hart krass. Ja. Okay. Gehen wir zurück. Rein ins Event. Holen wir unsere 5 Köpfe ab. Danke. Bup, bup, bup. 5 Universalköpfe, jetzt kommen 10. 10. Okay. Das heißt, wir können die erste Fähigkeit jetzt auf 2 bringen. Leute. Auf ganze 2. Das ist ja sowas von geil. Ich bin richtig stolz auf uns. Was sagt ihr dazu? So, Leute, hier kriegen wir nochmal 10 Sagenumwobene und hier kriegen wir nochmal 15. Was soll ich euch sagen, Leute? Total genius. Ja, Silbertruhen sind eigentlich auch völlig für den Hintern. Naja, ihr seht schon, ja, fast die 500. Fast 250, okay. Gut. Wie viele Köpfe haben wir denn jetzt? 902, okay. Die Köpfe hebe ich tatsächlich auf für... hier. Manitore. So müsste sie, glaube ich, heißen. Amanitore. Die neue Bogenschützenkommandantin, oder? Amanitore, genau. Die gibt es, wie gesagt, im Statthalter. Und dadurch, dass der Statthalter nur irgendwie einmal alle 2 Wochen ist und ich nicht weiß, oder ich in 2 Wochen nicht an diesen Statthaltern nochmal teilnehmen kann, in diesem Ausmaß, gucke ich halt, dass ich meine Universalköpfe dann in sie investiere, sie als erstes auf Expertise drücke und mit Galgamesh halt versuche, ja, ihr habt den kläglichen Versuch heute gesehen, versuche ihn halt dadurch so hoch wie möglich zu bringen und die Restköpfe, die ich übrig habe, drücke ich dann
in ihn rein sozusagen. Wir rufen ihn zusammen. Tada! Sehr schön. Sehr schön. Richtig, richtig toll. Ich bin so stolz auf uns. 15 Köpfe aufwerten. Danke schön. Okay. Gut. Naja, also. Ihr wisst ja selber, goldene Kommandanten, erste Fähigkeit auf 5 und danach geht's weiter. Stück für Stück. Jetzt kriegen wir jedes tolle Angebot. Wunderbar, danke. Ja, jetzt heißt es erstmal wieder schön Edelsteine sparen bis zum nächsten Event. Aber wir haben noch 86.000. Also wie gesagt, reicht auf jeden Fall noch für morgen und übermorgen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso erfolgreich Spaß wie ich. Ja, toll. Ja, alles klar. Dann, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt super gerne mit einem Abo am Start dabei, wenn ihr genauso, also wenn ihr noch mehr von diesen glücklichen Glücksrad-Drehversuch-Quatsch sehen wollt. Ja, würde mich sehr freuen. Bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und sage bis dahin. Tschüss.